Ja, heute hören wir uns den Pepperwood Summer Song 2023 an. Pepper und das Feuerphone. Telefon. Ey, solche Telefone machen mir echt Angst, ne? So Telefone mit Kabeln. So, das krieg ich Angst, ne? Das gehe ich auch immer zum Psychologen und sag mal, ey, wenn ich so Telefone irgendwo mit Kabeln sehe, da habe ich Angst, weil ich kenne, also doch, ich bin damit aufgewachsen, aber heutzutage kennt man doch sowas nicht. Mann, das ist so, heutzutage nimmt man sein Telefon überall mit, ne? Überall. Ob es zum Mond ist, ob's unter Wasser ist, man nimmt sein Telefon mit. Und damals konntest du schon mitnehmen, nur dann musstest du das Kabel abschneiden oder die Hauswand mitnehmen, wo das Telefon dran war, ne? Hab ich Angst vor. Das ist das Feuerfond. Feuerfond. Oh, Pepper. Pepper. Das ist das Feuerwasserschimmelfond. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Es darf nur benutzt werden. Das ist aber, wenn man so brennt hat, hab ich momentan sehr oft. Könnte an meiner Ernährung liegen, aber das ist ein anderes Thema. Da kann ich das Feuerfond doch nehmen, ne? Also bitte. Wenn es brennt. Ah, Feuer. Das Feuerfond. Ah, Feuer. Fake Anruf. Das ist das Feuerfond. Hallo? Hier Feuerwache, Feuerwache. Hallo Pepper. Hier Feuerwache, Feuerwache. Feuerwache. Hallo Pepper. Geil. Ich liebe solche Lieder. Okay. Ist doch auch ein Notfall. 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 Feuer, Feuer, Feuer. Ist doch auch ein Notfall. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, hätte ich mal als kleiner Bubele damals ein Feuerfond gehabt, ne? So, ich war ja so ein kleiner, so, ja, der gerne mal gezündelt hat. Ich glaube, da war ich 6 oder so. War halt nur doof, dass ich fast die halbe Wohnung mit angezündet habe. So, da hatten wir auch kein Feuerfond in der Nähe, ne? Da habe ich mit Milch gelöscht. Aber wir haben's, also ich und mein Bruder, wir haben es geschafft. Ne? Wir konnten das wirklich mit Milch löschen, sonst hätten wir ein bisschen Ärger. Wir haben auch so Ärger bekommen, klar, wenn so das halbe Wohnzimmer weg ist, ne? Kriegt man ein bisschen Ärger. Auch ein Notfall. Oh weh, der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Tschüss. Die freut sich übelst. Ja, es brennt. Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto. Oh, Seite, Papa. Seite, Papa. Mama Kless, Kommando, Wassermarsch. Oi, oi, Mama Wutz. Ja. Kennt man ja, ne? Das sind alltägliche Notfälle, wenn der Grill brennt, da muss man sofort Feuerwehr rufen. Das höre ich jeden Tag, ne? Scheiß auf das Haus, was brennt, scheiß auf das Auto, was brennt. Wenn der Grill brennt, dann müssen alle gleich ausrücken. Das ist dann wirklich so. Übrigens, genau, Fun Fact, auch hier in Sachsen, die Feuerwehr liegt im Jahr, ach, ich habe mal jetzt letztes Mal eine Statistik gelesen, also von den ganzen Einsätzen insgesamt, sind es irgendwie 3%, dass sie wirklich Feuer löschen. Ne, den Rest machen sie hier Überschwemmung oder manche rufen ja an hier von wegen, können sie mal die Tür öffnen, das ist auch geil. Oder halt so andere Dinge. Liebe Feuerwehrautos, ganz besonders, wenn sie Platzschiffe machen. Petron! Ja, ich muss sagen, also Skills waren vorhanden, ne? Das war ein gutes Featuring mit, ja, Pepper war ja der Hauptact, ne? War ja Featuring mit Papa Wutz, mit hier die, ich weiß gar nicht, wie die hieß, hier Feuerfrau. Kennt man ja, ne, die Feuerfrau. Ich hoffe, ich bin auf das Album gespannt. Das war ja die erste Single. Ich bin wirklich mega gespannt auf das Album. War kein Autotune dabei. Der Schnitt war auch gut von dem Video. Und das wird der neue Sommerfeuer-Hit, ne?
würde ich jetzt mal so sagen. Also ich fand's gut, wirklich. Also da können sich so manche Rapper eine Scheibe abschneiden. So ein Sido, ne, Bushido, Kölzer Wasch, ne, Echo Fresh und so weiter und so fort. Die können sich da wirklich eine Scheibe abschneiden, ne. Also fand ich echt gut. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da, lasst alles da, was ihr da lassen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.